Und parallel bauen wir noch Mützen und Jacken und all so ein Käse. Ah, ich verdecke auch nichts. Doch, ich verdecke Verteidigung, Verwalten und Wissen. Ah, das macht aber nichts. Oder nee, nur Verwalten eigentlich. Naja, das ist halt eben so. Muss man jetzt mit leben, ne? Also entweder hat man Spaß mit mir oder... Naja. Jagen wir jetzt eigentlich auch... Nee, wir schießen jetzt auf das Ding. Lungenentzündung. Ach du Scheiße. Ich glaube, das ist nicht gut. Warum kochen die eigentlich so makaber wenig? Und wie sieht's denn aus? Achso, ich kann nur einen Energiespeicher bauen. Ja gut, das ist ja erstmal gerade nicht so schlimm. Wir müssen ja dann auch einen Strommast bauen. Sowieso. Den stellen wir erstmal da so hin. Hier stehen jetzt überall Schneemänner rum. Jagen geht auch keiner mehr. Ne, warte mal, ich gehe mal auf die Aktivitäten. Wer ist denn hier fürs Jagen zuständig? Ach, da haben wir gar keinen. Wer ist denn da gut drin? Talas ist da gut drin. Okay, dann Talas, seine erste Priorität ist Jagen. So, Lungenentzündung, Immunität. Aha. Hat Hugo immer noch eine Lungenentzündung? Ja gut, wir müssen auch langsam... Oh, kälteintolerant. Was ist denn, wie ist denn die Kälte in dem Raum so? Drin sind immer 12 Grad, kannst dich freuen. So, pass mal auf. Wir nehmen als erstes mal Hugo. Hugo braucht auf jeden Fall eine warme Mütze. So, können wir Hugo auch eine neue Hose andrehen? Eine leichte Textilhose. Naja, gut. Und ein paar Schuhe gehen auch? Ein paar Schuhe gehen auch. Dann hat Hugo schon mal ein bisschen neue Ausrüstung zumindest. Haben wir jetzt den... Naja, gut, das haben wir geschlachtet. Das ist toll. Hm, wir müssen da nochmal irgendwie ein bisschen mehr schlachten, befürchte ich. Großzähmung. Ja, man kann es zähmen, aber ey, Alter... Man kann auch übertreiben mit dem Quatsch. Ich hole jetzt erstmal ein paar Viecher hier. Das ist ja Wahnsinn. Was ist denn das? Ein Dracker. Aha. Kannst du das auch jagen? Ah, das ist das gleiche wie das, ne? Sieht nur komisch aus. Ja, erstmal wird jetzt hier gejagt. Das ist... Was willst du denn machen, Alter? Ich muss doch auch irgendwie zusehen. Oh, jetzt greift mich das Tier an. Du solltest dich beeilen, Herr Talas. Schießen, schießen, jetzt schießen. Entweder schießen oder... Na gut, wir haben es geschafft. Er verfehlt auch ganz schön oft. So, jetzt werden wir bitte erstmal schlachten. Das ist auch wichtig. Dann können wir nämlich... Warte mal, was ist denn das eigentlich? Wir haben ziemlich viel rohes Essen. Es wird halt ein ziemlich wenig gekocht, ne? So, warte mal. Wir machen jetzt mal bis da 50 sind. Und hier, warte mal, Fleischsuppe... Wir haben für Brot nicht genug und für Melonen haben wir auch nicht genug. Was sind schmackhafte Rezepte? Einen Fleischtopf. Da brauche ich aber auch Öl für. Gut, das ist ja egal. Wir nehmen Pflanzenöl. Und an den restlichen Sachen kannst du eigentlich... das machst du auch bis 30. So. Und danach, dann machst du noch mehr schmackhafte. Kannst du auch schon Meisterrezepte. Wir können Pilzkroketten machen. Das Problem ist... ich weiß nicht, wie viel Pilz ich habe und das brauche ich denn dafür noch. Getreide, ja, mit dem Getreide, das ist so eine Sache. Also machen wir mal nur schmackhafte Rezepte. Da können wir nämlich noch so einen Veggie-Topf machen. Und da machst du auch bis 30. So. Dann hat nämlich der kocht, irgendwie halt auch ein bisschen was zu tun. Und Moment, wir müssen das mit den Fetten angehen. Was macht man hier? Ah, okay. Da habe ich auch nur x-mal eingestellt. Das ist auch so eine Sache. Das müssen wir vielleicht... wir sollten gären und dann sollten wir Antibiotika machen bis, ich denke mal, so 20. Und dann können wir das zumachen. Und dann können wir eingelegtes Gemüse machen und das machen wir auch bis 20. So, und dann könnten wir noch Bier machen. Und das könnten wir auch so bis 50 machen, wenn wir dann Getreide hätten. So, hier wird bis 100... Öl gemacht und hier wird eigentlich bis 100 Tierfett gemacht. Das Problem ist, wir haben kein Tierfett. Wahrscheinlich, weil wir nicht genug Tiere haben, die wir erlegen können. Gut, das heißt, ich muss dann noch mal ein bisschen was jagen. Das ist halt so. Hier, kannst du vielleicht auch mal diese komische Brummfliege einjagen? Also einjagen ist auch ein geiles Wort. Einjagen. Erjagen.
Hier, den Knilch kannst du klar machen. Und hier die Brummfliege kannst du vielleicht auch klar machen. Ihr muss ja leider sehen, dass ich da irgendwie rankomme, ne? Das ist ja sonst ein bisschen doof. So, jetzt haben wir manchmal 12 Mahlzeiten. Uns fehlt ein Ding. Ich weiß jetzt auch nicht, wer hierfür zuständig ist. Es hat auf jeden Fall noch keiner angefangen, das Raumschiff zu verwerten, was ein bisschen doof ist. Hugo hackt immer noch das Zeug. Warum hackt er da so viel von? Warte mal. Warum? Mach das doch mal weg. Das ist doch Quatsch. Jetzt fängt Hugo an. Der legt was am Schmelzofen. Der transportiert Fleisch. Interessant. Interessant ist ja, aus was wird das Fett denn hergestellt? Ah, das Fett, das geht nur aus Insektenfleisch. Das ist ja bescheuert. Warte mal, da kriegst du rohes Fleisch raus. Rohes Fleisch und... Oh, da kriegst du Tierhäute. Ach, ist das bekackt. Hier, da hinten, der Fette, der gibt Insektenfleisch. Das ist das, was ich brauche. Die hier brauche ich gar nicht. Ich brauche ja nur Insektenfleisch. Was machst du? Du machst auch Insektenfleisch. Na, dann ran mit dir. Oh, was sind das? Ach, das sind diese Dinger. Einen Moment. Wir suchen noch weiteres Insektenfleisch. Da wären doch Käfer eigentlich super. Haben wir denn hier nicht irgendein Käfernest, was wir ausrotten können? Oder wo ein ständiger Nachschub an Käfern herrscht? Jag nochmal den. Ja, so viele Insekten sind das nicht. Ah, hier sind ein paar. Hol alle die ran hier. Ah, da wird jetzt gejagt. Was ist das da? Okay. Was gibt's hier? Hier ist doch bestimmt auch noch irgendwas Spannendes. Naja, hier oben ist nochmal ein bisschen von dem Zeug. Ja, wir müssen irgendwas finden, was wir zähmen können, was Insektenfleisch gibt. Oh, ich wollte zu Hugo, das ist richtig. So, jetzt können wir zu der gehen. Die könnte einen warmen Mantel anziehen. Und die könnte sich ein paar Turnschuhe holen. Sie könnte sich auch ein paar Schuhe holen. Und eine Wollmütze. Und eine Hose. Und Talas, der hat überhaupt nichts. Der kann sich auch eine Mütze holen und einen Mantel und eine Hose. Und dann passt das. Ja, dann ist super. Ist aber auch nur für einen Moment super. Ja, ist Kälteeinbruch, das habe ich verstanden. Sobald hier irgendwer anfängt zu jagen, ist es wahrscheinlich nicht beendet, das Problem, aber... Was macht eigentlich Hugo? Hugo ist die ganze Zeit. Wer ist denn hier fürs Verwerten oder was auch immer zuständig? Erforschen, liefern, erstellen, schneiden, abbauen. Ah, das ist das Abbauen oder Plündern? Das ist eine gute Frage. Oh, warte mal, Hugo kann... Hugo ist gut im Abbauen. Und Hugo ist auch gut im Plündern. Dann kriegt Hugo das mal so aufgeschrieben. Ja, dann geht er nämlich das Schiff verwerten. Das ist super. Wenn er das Schiff verwerten geht. Ich frage mich da... Oh, was denn jetzt? Eine Sternschnuppe. Okay. Ja, das sind halt so Expeditionen, die ich dann erledigen kann. Er schätzt die Pilzfackel. Das ist Wahnsinn. Und aus diesen Tierhäuten kann man bestimmt gut was machen. Da müsste es... Oh, hier gibt es auch kleine von denen. Die lassen wir aber erst wachsen, denke ich. Was haben wir hier? Haben wir das schon? Nee, Heptagonie. Aha, was macht denn das? Da kannst du süßen Sirup draus machen. Das ist ja toll. Gibt das Insektenfleisch? Ja, dann hol die Brummfliege auch noch weg. Was ist das hier? Das ist ein Raumschifftrümmer. Okay, warte mal da. Was leuchtet denn hier? Vor allen Dingen, warum leuchtet das? Ist der tot? Ja, schlachten bitte. So, ist dann jetzt hier mit dem Strom alles fit soweit? Ist das hier voll das Ding? Nee, das hat null Aufladung. Status ist aus. Oh. Beauftragt, den Überleben dieses Gerät auszuschalten und vom Stromnetz zu trennen. Hä? Müsste das nicht...
nicht mit einer Stromquelle verbunden. Warum? Ernsthaft? Ist das euer Scheiß Ernst? Ich hoffe, das bewegt ihn jetzt. Die kocht hier wie irre. Ich glaube, Hugo verwertet hier massiv. Hugo geht schwer steil. So, für den Moment ist Hugo fertig. Er hat 66 Eisen geplündert. So, Altmetall wahrscheinlich. Kümmert ihr euch jetzt um das da hinten? Hör auf zu transportieren. Und nicht spazieren gehen. Und warum isst du als rohes Essen? Mein Gott, das müsste man den Oma verbieten. Talas geht, glaube ich, wieder jagen, ne? Schlachtet. Naja, schlachtet. Er jagt nicht. Hier, guck mal. Da könnt ihr noch mehr jagen. Von den Viechern. Ja. Er jagt die einfach alle. Oh. Warum wir... Achso, Benzin brauchen wir. Ja. Wer ist denn jetzt... Oh, Leute, warum Aktivität? Wer ist denn hier fürs Bauen zuständig? Eigentlich sie. Und was ist... Ah, die hat bei Kochen 1. Okay. Dann machen wir Bauen auch mal 1. Das heißt, die müsste eigentlich... das heißt, dann eigentlich müsste sie das eher machen. Aber ich weiß es nicht. Ich habe theoretisch auch keine Ahnung. Ich will mich da auch nicht wieder zu weit aus dem Fenster lehnen. Da ich ja einfach auch keinen Plan habe. Wir jagen weiter rumfliegen. Ach, jetzt wird schon wieder geschlafen. Warum pennen die denn schon wieder? Ist schon wieder Nacht oder was? Mann, oh Mann. Das ist mega stressig. Das macht's auch noch Gewitter. Würdet ihr dann vielleicht draußen diesen als nächstes bitte den oh, hier, wie heißt das? Das Strommast. So. Sagt es doch gleich. Mann, ist ja schlimm. Katastrophe, Alter. Strommast. Das ist es. So, jetzt sind sie gerade alle wieder wach. Warum schläft der noch? Achso, der jagt die schlafende Brummfliege. Das ist eine gute Idee. Oh, wir sind elektrifiziert, denke ich. Jetzt haben sie das Ding umgebaut und jetzt wird er auch aufgeladen. Habe ich recht oder habe ich recht? Nicht mit einer Stromquelle verbunden. Ich befürchte... Und das befürchte ich jetzt wirklich... Er verbindet das nicht. Dann stellen wir halt noch einen zweiten da auf. Was willst du denn machen, ey? Dann sieht es zwar kacke aus, aber kannst du auch nicht. Wie viel verwertest du eigentlich noch? Ach, der ist erst bei 3 von 6. Was macht Talas? Jagt Talas noch? Oder? Aber ist denn ja Talas gestresst? Warte mal, wir können doch hier die Dartscheibe aufhängen. Das können wir doch eigentlich machen. Dann haben sie ein bisschen mehr Vergnügen. Wir könnten noch eine Statue aufstellen. Hier, pass mal auf, die stellen wir mal hier hin. Keine Ahnung, was die damit machen, aber irgendwas wird es schon sein. So, irgendwer baut bestimmt die Dartscheibe. So, dann haben wir hier Treibstoff drin. Nee, wir haben auch keinen Treibstoff, macht auch keiner mehr. Wird hier Flüssigtreibstoff? Ja, aber macht keiner. Es geht keiner an die Holzbergbank und stellt Treibstoff her. Okay.
Das hat bestimmt mit den Aktivitäten zu tun. Anbauen, erforschen, studieren, anfertigen. Das ist eigentlich Hugos Aufgabe. Wer kann das noch? Die kann das eigentlich. Die schneidert aber auch. Okay, vielleicht ändert sich das ja. Otalas forscht. Was forscht denn der gerade? Ah, den Gefrierschrank. Ja, das wollte ich auch machen, das ist klar. Das war schon mein Ziel. So, Gefrierschränke sind erforscht. So, wie geht's jetzt weiter? Es gibt weiter erstmal keine Forschung, das ist gut. Dann könnten wir die Brandfalle mal machen. Weil wir müssen ja irgendwann auch anfangen, was zu verteidigen, ne? Das ist einfach mal so. Und wird jetzt hier was angefertigt oder... Ach, die pennen schon wieder. Das ist schon wieder Schlafenszeit. Na gut. Ich denke, als nächstes wird dann vielleicht nochmal so eine Expedition anstehen. Oh, wir haben aggressive Tiere. 2 große, 13 Käfer. Gut, dann steht erstmal keine Expedition an. Die Frage ist doch, von wo kommen die? Oh. Nein, die Frage, von wo sie kommen, stellt sich nicht. Weil gefühlt sind sie ja schon da. Können wir dann da mal kurz hin? Und das Vieh angreifen, das würde uns wirklich helfen. Warte, greif erst das an. Und dann könnte er das angreifen. Haben wir verletzt? Na klar, Hugo ist natürlich verletzt, wie immer. Ich weiß gar nicht, ob ich die mal alle auswählen muss. Hab aber immer das Gefühl, wenn du das nicht machst, dann schießen die viel später. Lassen sich da irgendwie noch verletzen und sind ja nur noch 2 übrig. Der zweite ist der da. Ja, ja, nächste Aufgabe wird irgendwann sein, ein Stück Verteidigung zu bauen. Das wird sich ganz und gar auch gar nicht vermeiden lassen. Und dann am besten so, dass die eigentlich nur an 2 Ecken rein und raus können, die Viecher. Hugo ist auf jeden Fall mal wieder verletzt. So, 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 so. Er hat nur noch eine Runde, dann hat er es endlich geschafft. So, kannst du mir jetzt mal sagen, ob das jetzt auflädt? Ja, wunderschön. Er lädt auf. So, und das Ding ist halt auch einfach... Oh, warte mal, was können wir jetzt bei Lagerung? Ah, wir können jetzt Kühlschrank und einen Gefrierschrank bauen. Gut. So, jetzt ist das Raumschiff da weg, ne? Oh, das ist jetzt weg. Dann können wir eigentlich noch mal ein bisschen Lagerraum machen. Und zwar machen wir den von hier dann so hier rüber. Das war, glaube ich, da, wo sie geschlafen haben, ne? Das könnten wir dann ja auch noch machen. So. Und jetzt gucken wir mal, wie es mit Treibstoff sieht. Es immer noch schlecht aus. Ich weiß gar nicht, warum. Könnte das mal irgendwer machen? Vielleicht ist es auch so, dass wir noch genug Flüssigtreibstoff haben. Ich weiß das nicht genau. Haben wir genug Flüssigtreibstoff? Wird da irgendwas anderes hergestellt? Wo wird der überhaupt hergestellt? Ach, hier, ne? Da braucht man dann Öl für, ne? Aber Öl haben wir ja genug.
Hast du vielleicht 50? Beschreibung. Ja, mach doch bitte. Leicht entzündlich. Nicht beendet. Ja. Das ist, weil das keiner macht. Ich weiß aber nicht, warum das keiner macht. Warum fertigt keiner was an? Und warum macht ihr hier warum macht ihr die Lampen nicht mal langsam voll? Ich hätte da eine Frage. Und zwar, können wir da bei Licht und hier nicht so eine Deckenlampe reinknüppeln? Guck mal, da hängst du da eine. Habe ich die jetzt auch richtig aufgehangen? Ich weiß es nicht, aber wir machen auf jeden Fall mal zwei dahin. Dann ist das vielleicht auch, hat das irgendwann auch mal Sinn und Verstand, das Ganze. So, und dann müssen wir noch ein bisschen für die Stromsache sorgen. Und zwar brauchen wir dann da noch. Können wir den drehen? Ja, klar, mit R, ne? Oh. Ach, das war auch wieder richtig klug. Und da müssen wir mal gucken. Ich weiß nicht, wie das dann geht. So, das stellen wir jetzt einfach mal dahin und dann werden wir abwarten, was passiert. So, also sie schlafen ja sowieso. Aber dann wäre mir als nächstes wäre mir recht lieb, wenn wir dann mal noch eine Expedition starten könnten. Ja, füll den doch mal auf. Wie viel brauchst du denn? Was haben wir denn überhaupt für Expeditionen zur Verfügung? Raumschifftrümmer, eine Sternschnuppe und wir können erkunden. Das dauert einen Tag. Oder zumindest, nee, das hält noch einen Tag, ne? Reisezeit 4 Stunden. Ah, der Heißluftballon ist nicht mit Treibstoff versorgt. Okay, hat sich schon wieder erledigt, die Geschichte. So, wir haben alles gebaut. Jetzt haben wir Licht. Prima. So, was ich mich jetzt frage. Nee, das mache ich nicht. Das würde ich dann erst erforschen. Können wir nicht nochmal hier so ein Windrad hinstellen? Stell das einfach daneben, keine Ahnung, was das bringt. Also ob das dann was bringt, wenn man es direkt daneben baut. So, als nächstes könnten wir... Ja, das Problem ist, wenn ich Treibstoffsachen hier sowas mache, dann wird das alles nichts bringen. Ah, jetzt wird endlich mal Treibstoff angefertigt, danke. Die ist bestimmt jetzt fertig mit Schneidern, oder? Ja, die ist jetzt fertig mit Schneidern, so wie das aussieht. Ja, guck mal, wir könnten noch Stiefel nähen. Dafür bräuchten wir allerdings Leder. Ich glaube, dafür bräuchten wir Tierhäute und die müssten wir bestimmt trocknen. Wir müssen bestimmt sowieso irgendwas bauen, was mit Trocknen zu tun hat. Eine Hydrokultur müssen wir auch mal irgendwann bauen. Großes Trockengestell. Holz, das könnten wir ja eigentlich auch mal machen. Und das stellen wir einfach mal hier hin. So. Und jetzt ist das mit dem Treibstoff und der Expedition nämlich auch schon wieder keine Sache mehr. Jetzt ist allerdings wahrscheinlich das, was ich machen wollte. Nein, das ist noch nicht weg. Ja, du machst los. Und das ist jetzt der Moment, wo ich das Spiel unterbreche. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zugucken. Kleiner, ich hoffe, du besonders. Lasst gerne ein Like oder einen Kommentar da. Auch ein Abo wäre nicht ganz so schlecht. Ist auch gut für den Algorithmus. Und es kostet nichts. Ich würde mich freuen. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Also bis dann. Haut rein. Ciao, ciao.